Helmut Karasek ist gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Und in Hannover ist die Trauer ebenfalls groß über den Tod des ehemaligen Ratsvorsitzenden und Bürgermeisters Bernd Strauch. Der beliebte Politiker, Musiker und Mensch ist am Montag viel zu früh mit 66 Jahren nach schwerer, langer Krankheit verstorben. Martin Schlüter mit einem Nachruf. Die Musik hat er geliebt, die Menschen hat er verstanden, die Politik hat er gelebt. Bernd Strauch hat sich unermüdlich eingesetzt als Mensch und als Politiker gegen Ausgrenzung, Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit. Die Stadt Hannover verliert mit Bernd Strauch ihren ehemaligen Bürgermeister und Ratsvorsitzenden. Im Frühjahr 2014 musste er seine Ämter aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Bernd Strauch hat immer gekämpft, meist für andere. Den Kampf gegen seine schwere Erkrankung konnte er nicht gewinnen. Mit großer Trauer und Bestürzung hat nicht nur die SPD-Ratsfraktion auf den Tod Strauchs reagiert. Einem Mann der leisen Töne, aber des klaren Bekenntnisses. Parteiübergreifend und quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Bernd Strauch ist auf die Menschen dieser Stadt zugegangen. Immer mit offenen Armen und Augen, aber was noch viel wichtiger war, immer mit dem Herzen bei der Sache. Und diese Art hat in Hannover Maßstäbe gesetzt und wird hier in unserer Stadt auch immer sein Vermächtnis sein.